Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher. Bereits am 27. Februar haben wir von den Freiheitlichen bzw. der Abgeordnete Kanyak einen Antrag eingebracht, der verlangt, dass endlich alles offengelegt wird und dass sie für klare Informationen sorgen. Und heute ist noch immer eine Aktuelle Stunde notwendig, weil, und auf den Punkt gebracht, bis heute keine Klarheit herrscht, warum sie welche Maßnahme wie setzen, sehr geehrte Damen und Herren. Und wir sprechen hier nicht von irgendwelchen Maßnahmen, wir sprechen hier von Maßnahmen mit massiven Auswirkungen. Mit Auswirkungen auf über 1 Million Arbeitnehmer, mit Auswirkungen auf Unternehmer, und sozusagen fällt für jede ihrer Maßnahmen der Opfer, die sie produzieren, in diesem Zusammenhang die Grundlage. Und sehr geehrte Damen und Herren der Regierung, da gibt es ein Wort dafür, und das Wort heißt Willkür. Und ich habe nachgedacht im Vorfeld der heutigen Sitzung, mit was man ihre Maßnahmen und ihre Willkür vergleichen könnte. Wir haben es auch schon Salamitaktik genannt. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen Berg-Gynt kennt aus der klassischen Literatur oder der klassischen Musik. Da gibt es das sogenannte Zwiebelgleichnis. Und dieses Zwiebelgleichnis sagt aus, für diejenigen, die es nicht kennen, dass der Held der Geschichte oder der traurige Held der Geschichte, genauer formuliert, sich das Leben schön redet, indem er sich selbst Lügengeschichten einredet. Und bevor Sie jetzt einen Ordnungsruf machen, ich behaupte nicht, dass Sie mit Lügengeschichten arbeiten. Aber mit Ihren Placebos, Ihren Pressekonferenzen ist es so ähnlich wie in diesem Zwiebelgleichnis. Und man kann Ihre Pressekonferenzen und alles getrost mit dem Zwiebelschälen vergleichen, weil die Bevölkerung hat längst durchschaut, dass neben dieser gesamten Wolke der Pressekonferenzen und Placebos kein Kern ihrer Informationspolitik übrig bleibt. Viele sprechen es nur noch nicht aus, weil sie ein Klima geschaffen haben, wo die Bevölkerung Angst hat, auf die Straße zu gehen, weil sie ein Klima geschaffen haben, wo es die Bevölkerung Angst hat, dass sie etwas gegen ihre Maßnahmen sagt. Und verstehen Sie mich nicht falsch, Maßnahmen sind definitiv wichtig und richtig, wenn sie dazu dienen, dass sie dem Schutz der Bevölkerung dienen oder der Hilfe dienen. Bei Ihnen sind jedoch zwei andere Komponenten übrig geblieben. Erstens die Komponente der wirtschaftlichen und sozialen Opfer, die Sie produziert haben. Nämlich über 1 Million Österreicherinnen und Österreicher, arbeitslose Personen in Kurzarbeit und Unternehmen, die Sie in den Ruin getrieben haben. Und Maßnahmen, die Sie gesetzt haben, ohne geordnete Gegenmaßnahmen und Hilfsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Sie sind dafür verantwortlich für über 1 Million Opfer Ihrer Maßnahmen, und bis heute haben Sie nicht auf den Tisch gelegt, warum und auf welcher Grundlage Sie diese Maßnahmen gesetzt haben. Das ist einfach unfassbar. Und die zweite Komponente, die übrig bleibt, und diese Komponente betrifft jeden Österreicher in diesem Land und jede Österreicherin in diesem Land, das ist, wie sie mit der eigenen Bevölkerung umgehen, und viele sprechen es unter vorgehaltener Hand aus, das ist teilweise schlimmer als mit Schwerverbrechern. Übrig bleiben überzogene Strafen. Übrig bleiben Mütter, die drangsaliert werden, weil sie Schulhefte kaufen, und Spaziergänger, die sich mit Warnschüssen von Seiten der Polizei auseinandersetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, während Sie Maskenshows hier innen abziehen, muss man nur auf die Balkone Ihrer Ministerien schauen, wie ernst Ihre eigenen Mitarbeiter, und soweit ich informiert bin, ein Kabinettschef-Stellvertreter Ihre Maskenshow und Ihre Maßnahmen sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, auf den Punkt gebracht, wie gesagt, viele in der Bevölkerung behandelt Sie schlimmer als Schwerverbrecher, und das ohne bis jetzt die Grundlage dieser Maßnahmen offenzulegen. Und heute, sehr geehrte Damen und Herren, befinden wir uns auf einem Scheideweg. Auf einem Scheideweg, wo es darum gilt, entweder in eine, wie Sie es nennen, neue Normalität zu gehen, einen Ausnahmezustand, um es auf den Punkt zu bringen, oder wie wir dafür einstehen werden und entschlossen dafür kämpfen werden, dass wir dieses Land in eine normale Normalität wieder zurückführen. Denn, und ich komme zum Schluss, ich sage Ihnen, es reicht, über 1 Million Opfer Ihrer Maßnahmen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind genug. Es reicht, wir lassen nicht zu, dass Sie weiterhin mit Warnschüssen gegen Spaziergänger und gegen die normale Bevölkerung vorgehen. Und abschließend darf ich Ihnen noch eines sagen. Viele in der Bevölkerung würden sich wünschen, wenn Sie von Seiten des Innenministeriums, der Innenminister ist ja leider nicht anwesend, so hart gegen echte Verbrecher, Drogendealer und Ähnliches vorgehen würden, wie Sie nun gegen die rechtschaffene Bevölkerung vorgehen, denn dann hätten wir in unserem Land weniger Probleme. Sehr geehrte Damen und Herren, es reicht, hören Sie auf mit diesem Wahnsinn. Die Bevölkerung sind kein Leibeigenen der Regierung.
kein Freiwild ihrer Willkür und schon gar keine Verbrecher. Das war der Niederösterreicher Michael Schnedlitz von der FPÖ. Es folgte